Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist CWCD und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Ich fühle mich gerade ein bisschen, als wäre ich übermüdet und um ehrlich zu sein, ist gerade auch mitten in der Nacht. Aber erstens bin ich nicht übermüdet, sondern es fühlt sich irgendwie nur an, weil so wenig geschlafen habe ich nicht. Und zweitens ist es jetzt auch nicht so krass. Wir haben kurz vor 11 Uhr, also mitten in der Nacht ist auf jeden Fall vollkommen übertrieben. Ich wollte ein bisschen Drama am Anfang der Folge mit reinbringen. Drama! Ich hoffe, euch hat das jetzt schon mal gepackt, so rein emotional, seid ihr jetzt schon mal vollkommen dabei bei der Folge Novus heute wieder. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, Leute. Es ist einige Zeit vergangen zwischen der letzten Folge, und zwar anderthalb Tage. Ja, klingt jetzt nicht ganz so viel, aber... Oh, ich dachte gerade schon, da wäre eine volle XP-Farm gewesen da hinten, aber das war einfach nur ein Grafikbug. Aber es ist eigentlich, ja, in anderthalb Tagen, in der Zeit habe ich übrigens Sprechen verlernt, eigentlich genug Zeit vergangen, damit wir ordentlich rote und grüne Äpfel haben. Nee, eigentlich auch genug Zeit vergangen, damit sich unsere XP-Farm gefüllt hat. Brrr. Okay, wollen wir es mal nicht übertreiben, Leute? Um die Uhrzeit, ja, darf man ja nicht mehr so einen Stress machen. Auch wenn bei euch da draußen gerade 14 Uhr ist, Leute. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere von euch schon gemerkt hat, aber nur weil die Folge um 14 Uhr kommt, heißt natürlich nicht gleichzeitig, dass auch bei mir gerade 14 Uhr ist. Okay, ich glaube, das weiß mittlerweile wirklich jeder von euch. Hier ist sie, Leute. Die XP-Farm. Dieser letzte Folge noch ein bisschen... Alter, was eigentlich mit dem armen Edgar da vorne? Ist das jetzt ein Teil unseres Grundstücks hier, oder was? Gehört der jetzt zum Zuhause mit dazu? Und warum ist diese Ecke da hinten rechts eigentlich so übelst hässlich mit der Erde? Und sogar so ein Stückchen Kies. Wer ist überhaupt auf dem Server? Bretz schreibe ich einfach mal rein, weil irgendwer ist auf dem Server, wurde mir eben angezeigt. Hä? Da fehlt ja noch ein Stück Hecke. Wenigkraft. Oh, der ist bestimmt am Stream oder so. Und da vorne ist auch noch ein richtig hässliches Stück Erde. Naja, wollen wir auf jeden Fall mal nicht übertreiben, sondern gönnen uns jetzt mal die XP. Und das sind ja... Oh, da kommt der Nächste. Da ist unser nächstes XP hier reingedroppt, Leute. Obwohl wir nur 3 Büsche haben, die wir hoffentlich irgendwann mal zu 9 machen. Aber das mit dem Digital Miner zu farmen, ist irgendwie extrem stressig. Übrigens kann man hier auch noch so ein Energiekabel, also ein universelles Basiskabel hier drüber legen. Und dann kann man noch ein Aktivator, nee Quatsch, doch ein Aktivator hier oben drauf packen mit einer Gießkanne. Weil es gibt irgend so eine Gießkanne, die kann ich dann da reinpacken und dann werden die Büsche automatisch gegossen. Und dann wachsen die viel schneller. Die hier, die Gießkanne, verstärkt. Wenn wir die bauen würden, also wenn wir den Aktivator bauen würden... Und da dann hier noch die Gießkanne reinpacken würden, dann würde das richtig Gas geben. Aber zieht euch das mal rein. Dafür braucht man eine Schüssel. Die muss man ja auch erstmal craften. Den Aufwand muss man ja erstmal betreiben. Ich glaube, Schüssel geht noch. So ein Seelenfragment alleine. Soulcrafting? Ätherisches Schwert? Hä? Was? Hä? Mit was genau? Mit Möbius? Hä? Extra Utilities? Hä? Blicke ich nicht durch. Wirkt mir zu kompliziert. Und was ist das hier? Bedrockium-Barren? Mit Diamantblock? Vierfachen komprimierten Pflasterstein, den man aus dreifach komprimierten Pflasterstein macht, die man wiederum mit doppelt komprimiertem Pflasterstein macht und komprimiertem Pflasterstein daraus dann wieder und normalen Bruchstein. Nee, nee, sowas mache ich nicht. 30 Leben, komm. Boom. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Boom. 30 Level am Start, Leute. Macht mal ein bisschen Lärm in den Kommentaren. Wir haben es geschafft. Ihr merkt schon, ich habe ein bisschen gute Laune, ne? Wir haben es geschafft, auf jeden Fall die 30 Level voll zu machen. Was, finde ich, ein absolutes Träumchen ist. Und das Ding füllt sich ja weiterhin. Ich glaube übrigens... Ich habe irgendwie Bock... Warte mal, ich habe gerade Bock nochmal... Oh, ne. Tür zu. Bevor der ausbricht. Wir sind nämlich jetzt der ganzen Farbfarm schon mal wieder ein ordentliches Stück näher gekommen. Ich würde gerne nochmal hier so eine Glasscheibe machen. Hä? Ich habe R gedrückt. So. Ja, ich würde nämlich ganz gerne nochmal ein kleines Stückchen Tank machen. Ich glaube, ich hoffe, ich liege da nicht falsch. Ansonsten wäre es aber auch halb zu wild. Ich glaube, wenn wir jetzt hier noch einen Tank machen. Viel Obsidian dafür oder was? Was ist denn das hier wieder für ein Bug, Mann? Lass mich das doch mal alles hier reinpacken. Ist das Ding wieder zu voll oder was? Kann ich irgendwas darüber packen? Das ist ja schrecklich. Ich habe auch so viele Setzlinge, ne? Ich will jetzt aber hier, komm, mach mal. So, Tank. Oh, stressig. Gib mir mehr Tank. Ich mache den Tank jetzt richtig hoch. So, 8. Bevor wir nachher noch XP verschwenden, mache ich den Tank jetzt richtig fett. Ich glaube nämlich, dass das hier auch so durchgeht. Ich glaube, ich kann Tank auch einfach da reinballern. Hoffe ich einfach mal. Und jetzt habe ich sogar noch 6. Das heißt, ich kann jetzt noch eine ganze Etage hier oben drauf setzen. Boom! Dann haben wir einen richtig fetten Tank am Start.
Ja, ist auch nicht übertrieben, ne? Geht eigentlich noch. Dann kann sich der komplett füllen in der ganzen Zeit, wo wir erstmal wieder keine Level brauchen. Ja. Genau. Das war es eigentlich auch schon. Okay. Wir haben unseren Spawner. Haben wir eigentlich auch den anderen Spawner oder habe ich den noch unten? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Der scheint noch unten zu sein. Lass mich mal bitte runden Frieden hier. Ich muss niesen. Ja. Entschuldigung. Laut dem neuen Knigge sagt man Entschuldigung. Also ihr müsst auch nicht Gesundheit schreiben. Schreibt bitte nicht in den Chat Gesundheit. In den Chat vor allem. In die Kommentare Gesundheit. Weil nach dem neuen Knigge sagt man Entschuldigung. Und nicht mehr Gesundheit. Also derjenige natürlich, der niesen musste. Nicht der, der dabei war oder so. Warte mal. Gib mir das Ding. Wieso ging das nicht in mein Inventar rein? Oh Gott, ich fühle mich gerade wie ein Skelett. Was? Lass mich hier raus! Ich bin kein Skelett. Das ist doch eine Skelett-Tötemaschine, nicht eine Easy-Tötemaschine. Warte mal, aber dann müsste jetzt hier reingegangen sein, ne? Okay, dann müsste jetzt hier weitergegangen sein. Oh Gott, ich dachte schon. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall hier unseren Amboss und dann können wir jetzt unseren Spawner ans Laufen bringen. Den da rein, den da rein. Klar, der Spawner bleibt jetzt hier unten nochmal, ne? Das ist schon wieder dieser Bug, dass der einfach unten im Inventar bleibt. Oh, und jetzt urplötzlich ist er nicht mehr da. Okay, wir haben unseren Powered Spawner. Das heißt, das ganze Ding hier müsste eigentlich laufen. Übrigens hat mir jemand einen sehr intelligenten Kommentar geschrieben. Ich glaube, der hieß Felix, derjenige. Dankeschön auf jeden Fall an den Felix. Der hat mir nämlich gesagt, dass ich diese Ecke, also diese Richtung, in der die ganzen Skelette dann wandern werden, wenn die spawnen, dass ich die doch hier hinpacken sollte, weil hier oben wohl auch die direkte Verbindung zum ME-System ist, wobei ich gerade sehe, ja, die ist hier schon, ja, kann man theoretisch tatsächlich machen, ist also richtig und außerdem kann ich dann immer noch meinen Teleporter benutzen, ja. Da will ich nicht keine Widerrede machen. Deswegen baue ich das wieder ab und switche ich das. Also ich switche das einfach, Leute. Ich halte mich natürlich an das, was ihr sagt. Ich will da natürlich auch jetzt kein Beef irgendwie erzwingen oder so. Heißt, Blaubeeren schmeiße ich raus, Kies schmeiße ich raus und Erde schmeiße ich raus und Fichtenholz und Kiste nehme ich wieder mit. Und die kleinen komischen Piekser hier, die nehme ich mir auch wieder mit. Und dann nehme ich mir doch wieder das Fichtenholz. Das ist ein ganz, ganz kompliziertes Prozedere hier. Ich habe nur ein Fichtenholz. Ja, das ist nicht so geil. Dann gehe ich gerade nochmal kurz nach oben, Leute. Wir werden es auf jeden Fall schaffen, diese Folge, das ME-System voll zu bekommen. Das werden wir schaffen, gemeinsam. Und wir werden es schaffen, Glas zu machen, um hoffentlich dann unten das Ding auch zuzumachen. Leute, was ich sagen wollte, ist natürlich, dass wir es hoffentlich schaffen werden, diese Folge, das ganze Ding da unten ans Laufen zu bringen. So, gib mir mehr Glas, perfekt. Und dann gib mir mehr von dem guten Holz hier, Fichtenholzbretter. AKA Fichtenholzbretter Nummer 13, damit das Ganze auch schön aussieht. Ist natürlich alles wieder feinst gechiselt. Feinst gechiselte Arbeit vom Professor Izzy, vom Chiselmeister Izzy. So, das können wir alles wieder abbauen und natürlich dabei wieder den kompletten Boden abreißen, weil ich wieder zu dümmlich bin. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das mit diesen, ja, das kann ruhig wieder in mein Inventar, komm wieder zurück. Ich weiß nicht 100%, ob das funktioniert mit diesen kleinen Holzdingern, die ich da unten hingepackt habe. Also, oh Gott, da habe ich nach vorne einen liegen. Bevor ich das hier noch liegen lasse, das teure Ding, könnte es eigentlich mal wieder in mein Inventar kommen, aber das scheint nicht zu klappen. Wieso ist denn nur eine Woodspike-Gedönse in meinem Inventar? Wo soll denn der Rest hin? Ist der runtergefallen? Ja, das ist tatsächlich runtergefallen. Wow. Wow, was ich wieder alles entdeckt habe. Und das fülle ich jetzt komplett mit Holz, weil wir davon sowieso zu viel haben. Okay, jetzt aber genug mit dem ganzen mystischen Zeug hier. Irgendwelche Sachen, die irgendwo runterfallen und so. Das ist ja echt, ist echt ziemlich crazy. Wir wollen das Laufband setzen. Ah, okay, jetzt geht's auch. Cool, ich kann auf dem Laufband chillen und gleichzeitig das Laufband setzen, Leute. Wenn das mal keine Premium-Situation ist, dann weiß ich es auch nicht. Und dann können wir hier... Oh, ich reiß immer zu viel ab. Wer schreit denn da schon wieder? Können wir jetzt hier unten die Spikes hinsetzen? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, Leute. Wie gesagt, das ist meine allererste Mob-Farm hier. Ich weiß nicht, ob das Ganze dann sich tatsächlich so planmäßig aufgeht, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh Gott. Das war schon mal der erste Fehler. Aber wir werden es probieren. Und ich weiß auch, dass ich das Glas hier nicht gechiselt habe. Und dass es viel schlauer wäre, das Glas zu chiseln. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Ich wollte gerade sagen, mache ich es später. Aber mache ich nicht. Mache ich jetzt. Ich mache einfach glattes Glas draus, oder? Scheiße, da muss ich den Rest auch wieder vernünftig machen. Was habe ich mir da jetzt nur wieder angetan? Aber kann ich irgendwann wieder im Stream, kann ich das alles wieder richten, so, ne? Kann ich dann alles wieder im Stream machen, Leute. Mache ich da alles wieder im Stream, dann müsst ihr euch gar nicht aufregen. Hauptsache... Hä?
Das Glas sieht man ja fast gar nicht. Ich weiß gerade nicht, ob ich das cool oder kacke finden soll. Das sieht man ja echt fast gar nicht. Also mit fast gar nicht meine ich gar nicht. Überhaupt nicht. Doch. Jetzt habe ich gechiselt und jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Ich muss sagen, mir gefällt das gar nicht. Ich will das wieder rückgängig machen. Kann ich das wieder zu normalem Glas machen? Ja, ne? Ja, mach Papa Izzy wieder zu normalem Glas. Hier gibt es bestimmt auch noch anderes, geileres Glas. Aber, bin ich jetzt zu faul, das zu testen. Diese ganzen Schönheitssachen, die mache ich lieber im Stream. Also jetzt nicht ganz komplett. Aber bevor ich jetzt hier herumexperimentiere und mir denke, ah, nee, das. Oder vielleicht doch das. Mache ich es lieber jetzt erstmal funktionell, bevor ich dann schon die ersten Stimmen wieder höre. Oh, du hast nichts geschafft. Wobei ich echt sagen muss, dass bei Novus da gar nicht so viele Menschen rummeckern. Der ein oder andere findet es wieder, wobei die sind auch schon wieder weg, traurig, dass meine Dümmlichkeit wieder so extrem, mein Dümmlichkeitslevel wieder so hoch ist. Das schwankt manchmal, aber generell hat es ja tendenziell einen so sehr hohen Durchschnittswert, mein Dümmlichkeitslevel. Aber an sich geht es tatsächlich bei Novus. So, das packe ich alles hier hin. Ich glaube fast, dass ich es theoretisch oben offen lassen könnte, oder? Ich würde das Ganze einfach gleich mal testen. Verrückt, wie ich bin. Und dann kann man, glaube ich, hier das Ding so zumachen. Keine Ahnung, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. So. Geh mal weg. Boah, sieht ja schon mal crazy aus hier. Sieht ja schon mal nice aus. Fresh und nice, würde ich jetzt mal behaupten. Können wir das Ding hier auch noch bestimmt zumachen? Können wir nicht. Aha, so. Okay. Zack. Dann haben wir das hier oben auch zu. Unser kleines Prison, unser kleines Gefängnis. So. Ja, nee, das muss ich wieder aufmachen. Hä, wieso ist denn der Block so weit? Und der nicht? Das sind doch ganz normal zwei offene Blöcke. Ach so. Ja, blöd von mir. Ich bin hier eins zu weit rübergegangen. Was habe ich denn da wieder gemacht? Was hat denn Papa Izzy da wieder gemacht, Mensch? So, das muss natürlich zugemacht werden hier. Gehe ich da noch einen weiter? Ich weiß es nicht. So? Ja, ne? So. So passt das. Und dann sind wir nämlich hier auch jetzt komplett mittig. Das sieht doch gut aus. Dann können wir hier unseren Vakuumcleaner hinpappen. Wird hier hingepappt. Vakuumcleaner, habe ich schon wieder gesagt. Unseren Staubsauger. Dann machen wir uns hier nochmal ein bisschen Platz. So. Machen wir uns hier Platz. Jetzt komme ich gar nicht mehr rein. Doch, komme ich wohl noch. Ich habe Angst, wenn ich das jetzt reinpacke, dass Zombies spawnen und die komplette Apokalypse sofort abgeht, während ich noch total überfordert bin mit der Situation. Also das soll hier so... Hä? Ich muss erstmal den Output machen. Ich glaube, das Ding braucht theoretisch sogar zwei Outputs. Warte mal. Ich packe das hier nochmal hin. Ich habe meinen Jetpack aus. Ich packe das hier nochmal hin. So. Hä? Wo ist mein Vakuumboy? Der ist da unten. So. Hier hin. Und der hat jetzt zwei Anschlüsse. Der hat einmal einen XP-Output. Moment, ich mache das gerade weg hier. Der hat einmal einen XP-Output, also die XPs von den ganzen kann er auch sammeln. Das heißt, wir können eigentlich automatisch die XP auch in unseren XP-Tank oben geben. Wäre also auch gar nicht so dümmlich. Warte mal, den lege ich mal nach unten jetzt. Keine Ahnung, ob das schlau ist. Ich versuch's mal. Und das Ding, warte mal, habe ich es richtig gelegt? Ja, okay. Dann kann ich das Ding nach hinten legen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wo hinten ist. Ist das hinten? Oh, perfekt. Hat sogar funktioniert. Dann kann ich jetzt hier wieder Boden machen. Das Ding zumachen. Zack, 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 zapp, zarab. So. Theoretisch kann ich jetzt hier auch eigentlich komplett den Boden austauschen. Vom Prinzip her, weil wascht. So, dann haben wir hier die komplette Kette. Beziehungsweise den ganzen Boden und können dann hier die ganze Kette machen. Die mache ich jetzt erstmal so halb provisorisch. Ach Quatsch, da unten ist ja wieder dümmlich von mir, das zuzubauen. Wenn da sowieso, dann die XP lang transportiert werden. So, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall das Kabel. Das heißt, warte mal, hier brauche ich auch gar nicht so viel Platz. Hier kann ich direkt den Boden wieder abreißen. Genau, das wollte ich nämlich. Hier kann ich direkt wieder die Kiste hinmachen, so wie wir es auf der anderen Seite gemacht haben. Perfekt. Gut, dann geht alles da rein. Das passt ja schon mal. Wir können jetzt auf jeden Fall ans Laufen bringen. Theoretisch funktioniert das jetzt schon mal. Theoretisch zumindest, in meiner Welt. Ich überlege gerade, ob ich das Kabel nicht noch einen Ticken... Aua! Ich werde schon gekillt. Oh, nicht schon wieder. Weil ich muss schweben. Ob ich das nicht noch ein weiter runter mache. Naja, oh Gott, was mache ich hier wieder? Oh, was mache ich hier wieder? Selbst in meiner Schwebeposition fliege ich noch, schwebe ich noch in die falsche Richtung. Alter, ich will nicht. Geh weiter runter. Und jetzt, lass mal gerade. Dran. Ist es zu tief jetzt?
Aua! Kommt da jetzt was raus? Einfangen? Nee, spawnen sollst du. Spawnt er jetzt? Niemals aktiv? Immer aktiv. Da passiert was. Oh Gott, ich gehe hier raus. Oh Gott, ich gehe hier raus. Oh, boah, fast kein Jetpack mehr. Da wäre ich da drin verreckt. Jetzt klappt's. Eigentlich sollte jetzt was spawnen. Ich weiß nicht, ob das Ganze funktioniert, Leute. Ich habe das nicht getestet. Aber eigentlich müsste jetzt hier drin was spawnen. Ich kann den Status nicht überwachen und ich traue mich gerade nicht wieder reinzugehen. Weil ich nicht so viel mit Jetpack mehr habe und dann Angst habe, da drin zu verrecken. Oder dass hier die komplette Skelettapokalypse losgeht oder so. Bis jetzt passiert noch nichts. Ich hoffe, der Radius ist groß genug. Nicht, dass das Skelett dann hier draußen spawnt. Oh. Spawnt da eins? Hey, da spawnt immer noch keins. Ich gehe da gleich rein. Ich fühle mich so ein bisschen wie an Silvester. Wenn irgendwie so ein Silvesterknaller nicht hochgegangen ist. Da ist einer gespawnt. Wo man sich nicht traut. Die werden getötet. Die werden getötet. Es klappt. Aber die kriegen so wenig abgezogen. Fuck. Hä? Der bekommt gar nichts mehr abgezogen. Und warum backt er hier hinten? Ach, wie dumm von mir. Der bleibt dahinter kleben. Wie blöd von mir. Ich muss doch nochmal rein. Oh Gott. Aber... Nee, das war echt blöd von mir. Natürlich bleiben die dahinter... Hä? Was machst du denn da unten? Ja, okay, Leute. Kleiner Fail. Irgendwie klappt es nicht so richtig. Aber ich weiß nicht, warum. Wenn ich das dazu baue... Klappt es dann? Da bekommt einer Schaden. Stirbt auch mal einer? Kann einer von euch kurz sterben? Ich würde das mal ganz gerne sehen. Dass es auch echt funktioniert. Da stirbt einfach keiner! Fuck! Die spawnen alle und sterben nicht! Scheiße, ich glaube, ich brauche neue Spikes. Wie heißen die Dinger da unten nochmal? Wie heißen die nochmal? Ich weiß nicht, wie die heißen. Spikes oder sowas, ne? Die bekommen die ganze Zeit was abgezogen, aber sterben tut da keiner von denen. Warte mal. Spike. Ich glaube, ich brauche wenigstens die Golden Spikes. Ja, die machen genauso wenig. Die machen genauso wenig Schaden. Ich brauche die Diamond Spikes hier. Die ein Diamant. Kann ich die nicht auch machen? Da brauche ich nur goldene Spikes für. Wow, Alter. Magisches Holz. Verzauberte Bücher. Mit Emeralds, die habe ich nicht. Kann man die nur mit Emeralds machen? Ah, okay, dann glaube ich, brauche ich eine Alternative. Ich glaube, ich brauche eine Alternative. Ich glaube, so sterben die nicht. Das funktioniert echt so gar nicht. Und irgendwie wird das ja auch gerade nicht weitergeleitet, ne? Ach, das wird nicht weitergeleitet, weil ich mit dem Konfigurator das erstmal einstellen muss. So. Das geht jetzt alles hier rüber schon mal. Hier ist auch ein Knochen dabei. Ich weiß nicht, ob der von einem Skelett ist. Aber das ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Also ich weiß nicht. Ein Knochen haben wir, das können wir gleich mal checken, ob da überhaupt noch einer stirbt. Aber ich glaube, ich muss mir eine Alternative einfallen lassen. Sonst staut sich das da unten. Und dann habe ich da unten die totale Apokalypse im Keller. Das will ich natürlich nicht. Glas, ja, kann ich eigentlich hier behalten. Das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht rauspacken. Was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas machen, was ich wieder vergessen habe. Ach ja. Ich wollte mal kurz mein Jetpack aufladen, damit ich kurz mal da wieder reingehen kann. Und zwar, damit ich dann die Rolldinger da unten vernünftig legen kann. Also die Laufbänder, die liegen nicht so geil. So. Genau, mein atomares Assembler wollte ich ja auffüllen. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte runter. Ich wollte mein Jetpack auffüllen. Zum Beispiel in meinem guten Gastank hier. Da geht das doch, in meinem Wasserstofftank. Da geht das doch alles viel schneller. So. Machen wir das. Ich wette, das Ding ist natürlich auch wieder voll hier. Deswegen produziert der mal wieder gar nichts. Weil ich da das ganze Ding wieder vollgeballert habe. Und hier kann ich nichts zurückpacken. Natürlich, weil mein Inventar wieder komplett voll ist. War ich wieder ziemlich dumm. Kann ich nicht noch zwei neue Tanks wenigstens machen? Dann habe ich mich wenigstens heute da nochmal nützlich gemacht. Warum sind die alle voll hier? Ich will einen leeren Gastank. Genau, den will ich. Eins, zwei. So, dann läuft das Ding hier auch mal wieder weiter. So, perfekt. Das gibt nämlich schön wieder Vollgas. Und das ist gleich wieder halbwegs voll. Ja, passt schon. Passt auf jeden Fall, um da unten wieder rauszukommen. Sehr gut. Einen Helm habe ich auch nicht. Ich glaube, ich muss echt nochmal bald ein bisschen mit Rüstung nachlegen. Dann nehme ich das nochmal mit. Dann nehme ich das nochmal mit. Und dann kann ich
hier das Ganze nochmal auf normal stellen, damit ich da nicht unten gleich wieder alles komplett abreiße. So. Du musst gerade mal weggehen. Das Gute ist, dass ich ja das Zeug dann nachher trotzdem bekomme. Hallo. Nicht. So, schön. So kriegen wir immerhin Knochen. Perfekt. Aua! Lass mich mal! Moment mal! Ich weiß, dass ich hier nicht richtig bin. Weg mit dir! Wie mache ich das am besten? Weil ich kann das doch einfach so machen. Ich baue das ab. Ich baue das hier einfach ab. Moment, Leute, ich hab... Aua! Lass mich! Ich glaube, ich habe den Plan. Ich habe den Plan des Jahrhunderts. So. Das mache ich alles wieder weg. Mann, was vibriert denn hier die ganze Zeit? Mein Handy. Aua! Die schießen mich ab. Lasst mich. Dann kann ich die auch so nach da richten. Aua! Oh Mann! Lasst mich in Ruhe. Ich baue doch nur eine Zombie-Farm. Eine Skelett-Farm, meine ich natürlich. Dann kann ich das so darüber machen. Oh, wer bist du denn? Weg mit dir. Dann erledige ich das halt, wenn das meine Maschine nicht macht. Dann töte ich jeden einzelnen von euch. Das hört sich irgendwie echt fies an. So fies wollte ich gar nicht sein, ja? So. Oh, Alter, die ziehen aber gut. Alter, lasst es. So, du gehst weg. Oh Gott, ich sterbe gleich noch. Meine eigenen Zombie-Farm. Warum sage ich immer Zombie? Ich meine natürlich nicht Zombie. Ich meine natürlich Skelett. Aua, lass mich. Oh Gott. Ich werde beschossen. Alarm. Aua. So. So sollte das doch eigentlich wieder funktionieren. Das hier noch abbauen. Aua. Und jetzt müsste das klappen. Lasst mich mal. Da ist einer draußen gespawnt. Wieso? Was haben die denn für einen riesigen Spawn-Radius? Alter. Erde weg. Komm, das funktioniert jetzt, oder? Gerade wurde einer getötet. Jawohl. Jetzt klappt's, glaube ich. Ist echt nicht so das Gelbe vom Ei. Aber so halbwegs klappt's. Jetzt müssen wir das nur noch ein bisschen trennen, Leute. Das machen wir nächste Folge. Dann machen wir nämlich die nächste Maschine. Ich sehe nämlich gerade, dass die Folge schon zu Ende ist. Also es ist doch nicht so ein Traum, ne? Hier müssen wir uns nochmal was anderes überlegen. Vielleicht überlege ich mir bis nächste Folge sogar was, damit die ein bisschen schneller sterben. Aber ich glaube, warum können die denn dazwischen stehen? Das ist echt nicht so geil. Vielleicht sollte ich das... Nee, es gibt auch keinen Sinn. Verstehe ich nicht so ganz, warum die da stehen können. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche eine Alternative dafür. Die werde ich aber vielleicht bis nächste Folge finden. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir das an sich schon ganz gut gelöst hier, ne? An sich funktioniert das schon, auch wenn ich die ganze Zeit beschossen werde. Das ist natürlich noch nicht so geil. Aua! Aber, oh Gott, und vor allen Dingen nicht, dass die noch daneben spawnen. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Aua, aua, aua. Boah, die sind echt böse. Warum spawnen die denn daneben? Was hat denn dieser Spawner für einen Radius? Da muss ich das ganze Ding theoretisch eigentlich noch größer machen. Aber das lassen wir jetzt erstmal, Leute. Das passt schon. Ich bin total zufrieden damit. Wir gucken mal. Jetzt sind es 13 Pfeile. Ne, 16 Knochen. Ich glaube, das ist da der bessere Richtwert. Und dann schauen wir mal, ob das bis nächste Woche, bis nächste Folge dann irgendwie ein bisschen mehr wird. Leute, das war's auf jeden Fall für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Take this, ihr nehmt das Leben zu ernst. Und ja, klassische ist die Folge, ne? Ich baue eine Skelettfalle und töte mich fast selber da drin. Und richtig funktionieren tut's ja auch nicht. Aber es macht doch, finde ich, viel mehr Spaß, wenn man noch eine kleine Herausforderung hat und das Ganze nochmal perfektionieren kann. Weil theoretisch funktioniert's, praktisch eher weniger. Aber das ist halt auch ein bisschen Minecraft und so ein Modpack und so. Und das wird noch. Da bin ich mir sicher, Leute. Wie gesagt, wir sehen uns nächste Folge wieder, dann perfektionieren wir die. In dem Sinne, dass auf jeden Fall die Knochen automatisch zum Bone Meal gemacht werden und dann automatisch in die Farbfarm gehen, dass wir schon mal den wichtigsten Teil haben. Und wir verbinden es vielleicht noch mit dem ME-System. Das sollte ja auch nicht so aufwendig sein. Wobei wir dann noch einen Filter dazwischen packen müssen, dass nicht jeder Kram automatisch ins ME-System geht, weil wir sowieso keinen Platz mehr haben. Da müssen wir uns im Livestream auch nochmal ganz dringend um Festplatten oder so kümmern, weil das ist ja so eine komplette Katastrophe, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, drückt den Daumen nach oben, tagt es, ihr nehmt das Leben zu ernst. Und morgen streame ich, glaube ich, um 18 Uhr. Wenn morgen Dienstag ist, dann streame ich morgen ganz wahrscheinlich um 18 Uhr. Also es stimmt nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Bis dann, tschüss!